Willkommen zurück. Stoic Challenge. Aldridge besiegen, ohne dabei auf ein Hölzchen beißen zu müssen. Wir machen genau da weiter, wo wir in der letzten Folge aufgehört haben. Das ist jetzt natürlich auch wieder im Sinne der jetzt vorletzten Folge extrem unklug von mir. Wobei, wie man sich denken kann, ich natürlich jetzt keine Pause gemacht habe. Sondern stattdessen mit meinem kompletten Frustrationslevel direkt wieder hier einsteige. Und wahrscheinlich in Kürze sehr genervt sein werde von diesem blöden Bossfight. Die Seelen ignoriere ich jetzt mal komplett, weil, wie gesagt, die waren vorher in 0 und da wird sich jetzt eigentlich seit dem Anfang nichts geändert haben. Klar. Ernsthaft. Ja, wie gesagt, war unklug, direkt ohne Pause weiterzumachen, weil ich bin direkt wieder sehr, sehr genervt von dieser technischen Schwäche, die das Spiel da leider massiv zeigt. Ja, ist klar. Ist klar. Man darf sich nicht hinter Säulen verstecken bei diesem Gegner. Oh, shit! Ja. Ich verstehe, wenn ich am Ende von diesem von dieser Attacke. Okay. Ende dieser Attacke gibt es immer noch so ein Auslaufen. Ja, nochmal. Na gut. Na gut. Schlecht, genau. Ich dachte gerade, wenn er jetzt schießt, bin ich genau in seiner Schusslinie und so ist es auch. Shit! Komm, noch zweimal. Warum denn nicht? Das gibt's doch nicht. Lass mich in Ruhe, du Nervensäge. Nicht auf den letzten Metern schwächeln. Scheiße, es fürs alle, das glaube ich nicht. Ah, ist das ein Kackkampf.
ist das alles eine Scheiße. Ich sehe eigentlich keine Chance, das zu gewinnen. Ich kann die Musik auch nicht mehr hören. Ich kann die Musik nicht mehr hören. Also, es gibt jetzt ein paar Möglichkeiten. Die eine ist, dass ich ausprobiere, ob die Schwerfälligkeit gar kein technisches Problem ist, sondern mein Equipment Load. Zu dem Zweck, einfach mal gucken, ist unverändert. Es gibt immer wieder Ruckler zwischendurch. Meine Xbox ist einfach nicht in der Lage, das zu machen. Jetzt bin ich ja auf unter 50, das heißt. Ja, ist das falsch? Wo ist es? Da. Das macht, glaube ich, nur fürs Rollen einen Unterschied. Und am Rollen scheitert es ja, glaube ich, nicht. Das ist übrigens auch ganz schön ästhetisch an Speedruns. Die Art und Weise, wie das, was ich hier mache, was ja jetzt sehr ungelenk ist. Das sind halt Leute, die das dann Dutzende und Dutzende von Stunden gemacht haben, hier durchzurennen. Und die wissen dann genau, in welchem Rhythmus müssen sie was machen, damit gar niemand sie trifft und alle an ihnen vorbeirennen. Das ist auch wieder so ein Aspekt, völlig sinnlos, wie das, was wir in der vorigen Sitzung gesprochen haben. Ich kann dem ja nicht mal ausweichen. Die Kamera ist so langsam, dass ich sehe nichts. Es ist. Oh Mann. Es ist wirklich. Kein Vergnügen. Für eine Videoserie, die eh schon wenig Sinn macht, macht das nur wirklich fast gar keinen mehr. Ich meine, das ist natürlich wie alles, wie alle Frustrationen dieser Art, kann man das als Metapher nehmen für irgendwas. Trotzigen, immer wieder gleich verlaufenden Versuche, irgendwas zu erreichen, was ja nicht nur schwer ist, sondern fast unerreichbar. Ich habe auch noch nicht verstanden, das hatte ich ja schon ein paar Mal, das Problem jetzt, dass die Folgeattacke mit meinem Schwert auch wahnsinnig schwerfällig ist. Also dass das manchmal, jetzt springt wieder die Kamera, dass das manchmal einfach sofort geht und manchmal 2 Sekunden dauert. Und ich habe auch noch nicht verstanden, woran das liegt. Waren das jetzt 2 Angriffe, obwohl ich nur einmal gedrückt habe? Es ist alles. Das war jetzt mal ganz cool. Timing abgestimmt, dann kriegen wir ein paar schöne Attacken runter. Ja, wenn es öfter so wäre, also ich glaube, wenn das nicht dieses Timing-Problem hätte, wäre das schon längst erledigt. Hör doch auf mit der Scheiße!
unsterblich ratlos, weiß nicht, wie das gehen soll. Ich gegen diese Kombination von hartem Gegner und versagender Technik ankommen soll. Schwierig. Wenn ich mir vorstelle, ich würde jedes Mal versuchen, hier die alle auf dem Weg dahin auch noch umzubringen. Wie lange das dann immer dauern würde, bis ich da überhaupt drin bin. Wieso geht die Karte? Ich möchte mich beschweren, ich möchte einen Leserbrief schreiben. Das ist unerträglich. Ich betrete den Raum und das erste, was die Kamera macht, ist einmal runter auf den Boden. Gar nicht, worüber ich jetzt noch reden soll, denn wie schon ein paar Mal gesagt, Ressourcen sind begrenzt. Wenn ich anfange über Sachen zu reden, wird es noch schwieriger. Dann treffe ich gar nichts mehr, beziehungsweise werde getroffen. Jetzt ist die Kamera nicht runtergegangen, ich habe darauf geachtet. Bitte! Wieder eine Attacke nicht ausgeführt. Das ist zum Wahnsinnig werden. Ja, also. Ja. Ich sag endlos dasselbe. Fun. So much fun. Was war das denn jetzt? Und so weiter und so fort. Könnte fast davon sprechen, dass wir uns ein bisschen im Kreis drehen. Ich kann aber wirklich diese Musik nicht mehr hören. Das hat so, ich habe vor langer Zeit mal an einem Wochenende Twin Peaks, das komplette Twin Peaks, das, also vor langer Zeit, das heißt nicht das komplette im heutigen Sinn, die ersten beiden Staffeln Twin Peaks, auf VHS-Videoband komplett geguckt. Und konnte irgendwann auch diese Melodie nicht mehr ertragen. So schön der Score von Badalamenti da ja auch ist. Ich hab auch danach wochenlang davon geträumt. Das wird mir jetzt hier, geht mir das bald ähnlich, weil.
dass dieses Aufstehen immer 5 Sekunden dauert. Kommt mir irgendwie. Das kommt mir alles nicht richtig vor. Alles wie in Zeitlupe. Framerate schätze ich mal 20, eher weniger. Ich habe richtig Einzelbilder gesehen, als er da entlang gerutscht ist. Puh. Okay. Ich mache jetzt mal ein Experiment. Ich schalte mal die Aufnahme ab. Das ist jetzt ganz lustig, weil man sieht jetzt nichts. Ich bin am ersten Ritter vorbei. Dann zweite. Das ist jetzt natürlich sehr subjektiv und auch n gleich 1, aber im Moment fühlt sich das noch so an, als hätte ich deutlich, ja, deutlich mehr Kontrolle als mit Aufnahme. Ja, ich kann allen Feuerbällen ausweichen. Oh je, wenn das mal nicht das Geheimnis ist. So, wir sind bei Aldrich. Devourer of Gods. Oh, mal gucken. Oh je. Das ist so ein bisschen self-fulfilling, nicht Prophecy, sondern eine sich selbst erfüllende Scheiße, weil das ganze Geruckel ist tatsächlich weg. Es ist natürlich das Aufzeichnen des Videos das Problem. Bewege mich viel schneller. Ich bin trotzdem gestorben, aber das war jetzt tatsächlich mal zur Abwechslung durch eigene Blödheit. Okay. Macht jetzt keinen Sinn, das weiterhin ohne Bild zu machen, oder? Macht es das? Hm, vielleicht? Einen Versuch meine. Ich weiß nicht, was das für die Zukunft heißt, denn es werden ja noch weitere Bosse kommen, wenn das immer wieder so ist, dass bei großen Räumen oder bei, ich weiß nicht, ob das an seinem Model liegt, der hat ja eine relativ lange, also der ist ja ziemlich groß einfach als Figur und geht die ganze Zeit auch durch den Boden, weil er immer wieder reinkriecht und seinen Schwanz da unten drunter hängt oder Schwanz, was auch immer das sein soll, dieser Fortsatz, den er hinten hat. Ich weiß nicht, woran es liegt, weil es ist in diesem Aldrich-Bossfight schon mit Abstand am schlimmsten. Vielleicht ist einfach hier dieses Anor Londo-Level zu groß. Hier sind wir wieder. Aldrich, do your thing. Macht er doch glatt. Ja, also, okay, es macht keinen Sinn. Ich breche diese Aufnahme hier an dieser Stelle ab. Wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn ich Aldrich besiegt habe. Anders geht das jetzt leider nicht. Und ich versuche irgendwie mir zu merken, wie oft ich das mache, damit ich dann wenigstens ein Update geben kann. Bis später.